Bist du eigentlich, ja, also, bist du eigentlich, bist du jetzt eigentlich aufgeregt so? Also, weil normalerweise führst du ja die Interviews eher. Ja, ich bin nicht so aufgeregt, wenn ich interviewt werde, weil das ist irgendwie entspannter. Ja, echt? Ja, ja, ich finde, da muss ich mich auch nicht vorbereiten, da muss ich nicht das Gespräch führen und irgendwie fühle ich mich da entspannter eigentlich. Keine Ahnung, also bei mir war irgendwie letztens, ich war mal bei Insta irgendwie irgendwo live und das war irgendwie so ein komisches Gefühl, weil ich selber jetzt noch nicht so viele Interviews gegeben habe. Und du bist ja wirklich in einer anderen Perspektive, also du führst das Gespräch aus einer anderen Perspektive, du musst halt die Frage beantworten und nicht die Frage stellen. Und ich bin es, glaube ich, eher gewohnt, die Frage zu stellen bis jetzt. Also du findest besser, die Stand jetzt schon. Fragesteller, ja? Okay. Ja, weil ich es, glaube ich, einfach häufiger gemacht habe. So. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja. Aber zum Beispiel Instagram Live war für mich auch, wo ich das erste Mal gemacht habe, war das so erstmal, ja, komisch irgendwie. Erstmal so gucken, ne? Ja, ja, weil man das auch nicht so oft gemacht hat und dann auch so... Ja, man muss ja dann so der Gesprächsführer sein und man ist nicht direkt mit dem in einem Raum. Irgendwie muss man da so ein bisschen auch ein Eis brechen. Also es ist schon irgendwie anders. Ganz andere Ebene irgendwie, finde ich. Und vor allen Dingen, ich habe auch irgendwie das Gefühl, du willst ja auch die Leute live entertainen. Das ist, glaube ich, nochmal anders, als wenn wir das jetzt einfach für uns machen. Ja, genau. Das ist dann, ja, man hat auch das Gefühl, man kann jetzt keinen Fehler machen, weil man kann nichts schneiden. Also klar, im Nachhinein, wenn man es dann nochmal online stellt, aber so in dem Moment ist es irgendwie dann eben noch live. Ja, wobei es eigentlich immer relativ locker ist. So auch jetzt das Format, was ich so mache, ist ja auch sehr locker. So, ne? Wir quatschen ja ein bisschen und ist ja total easy eigentlich. Also wenn du ready bist, würde ich sagen, dann reden wir gar nicht so viel vorher, weil... Ja, das ist dann immer... Du kennst das selber. Ja, ich kenne das, genau. Ja. Ich versuche auch immer nur kurz und dann gleich ins Gespräch reinzugehen, weil das dann immer... Ja, aber es wird genauso weiterlaufen wie jetzt auch. Also das ist eigentlich total easy. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von All In. Diesmal am Start DJ Ron. Ich freue mich, dass du dabei bist, dir die Zeit genommen hast und du hast einen sehr nicen Hintergrund, wie ich gerade sehe. Ja, das ist das Hintergrundbild. Man kann ja bei Skype, das kann man ja so einfügen. Das habe ich mir bei irgendeinem DJ geklaut und tue so, als würde ich vor einem großen Plattenregal sitzen. Okay, alles klar. Okay, jetzt Real Talk. Was meinst du, was du für einen Wert da so hinter dir stehen hast? Keine Ahnung. Also das ist schwer zu schätzen, aber es sind, glaube ich, so irgendwie 7.000 Platten oder sowas. Ich habe immer mal gedacht, es sind 10.000, aber ich glaube, das hat getäuscht, es sind irgendwie weniger. Aber okay. Ja, und ich guck mal. Einmal im Jahr dann große Zählung so, ne? Das habe ich wirklich mal beim Umzug, hat man ja gefühlt jede Platte einzeln getragen. Da habe ich, glaube ich, Gespür dafür bekommen, wie viel das sind, aber jetzt gerade aktuell, ich musste auch dazu sagen, ich beschäftige mich wenig mit dem Vinyl, weil ich habe keine Plattenspieler zu Hause. Also, ach krass, das heißt, okay. Ne, warum? Ich hab noch nie welche besessen. Also. Das ist auch spannend. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ich habe früher mal bei Freunden geübt oder im Radiosender, wo ich eine Radiosendung dann hatte. Da konnte ich immer üben und dann habe ich mir irgendwie nie Plattenspieler zugelegt. Egal, läuft ja trotzdem. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut, trotz der Corona-Krise und all den Auswirkungen, aber ich bin gesund, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe genug zu essen und zu trinken. Ja, also nicht psychisch irgendwie beeinträchtigt oder so? Nee, auch nicht. Nicht in irgendeinem Loch und so? Und, nee. Kreativität läuft. Wie bitte? Kreativität läuft. Ja, was heißt, so viel Kreativität braucht man ja auch gerade nicht, also man muss jetzt nicht irgendwie die krassen kreativen Sets, also ich zumindest nicht, weil ich gehe selten also als DJ live, weil ich ja eben auch gar keine Plattenspieler habe. Ja. Und deswegen, ja, es ist auch nicht so stark beeinflusst davon. Ja gut, aber du hast ja noch den Podcast, ne, Uptowns Finest. Da wollte ich auch direkt als erstes gerne mit dir drüber sprechen, so, weil du warst jetzt, also ich habe so Facebook aufgemacht, ich gucke so hiphop.de, okay, 16 Bars, okay, was ist da los? Noch ein paar andere Magazine, so, die haben ja dein letztes Interview mit dem Jan Delay aufgegriffen. Ja. Und haben darüber auch berichtet. Der Jan Delay hat bei dir dann exklusiv im Interview ein paar Sachen erzählt, ne? Das wusste ich auch nicht. Also wir haben halt ausgemacht, dass wir live gehen und ein bisschen quatschen und dass er dann Details zum neuen Album verrät oder dass überhaupt ein neues Album kommt. Wusste ich auch nicht, ehrlich gesagt. Und dann ist das einfach so
hattest du seinen Lauf genommen, ne? Und ist das dann eben so, hat das dann so ein bisschen die Runde gemacht, weil es natürlich auch in den Hip-Hop-Medien dann irgendwie in den News ist, kommt ein neues Album und da gibt's Infos dazu und von daher habe ich da ganz gut Glück gehabt sozusagen. Auch ganz cool für dich oder für den Podcast auch so, ne? Willst du vielleicht, bevor wir auf das DJing so eingehen, darüber erstmal so ein bisschen quatschen, weil ich finde es auch sehr interessant, das Format an sich jetzt und vor allen Dingen, jetzt hast du Jan Delay, vorhin hast du erzählt, dass du auch mit Redman schon mal gequatscht hast, so. Also, wann ist das Ganze entstanden und wie war die Intention dabei und was macht das Format aus so? Also, ich bin zum einen früher ein sehr großer Radiofan gewesen, das heißt, ich war früher so, ich habe Tim Westwood, ich weiß nicht, ob du den kennst, so ein englischer Radiomoderator und auch DJ, mit dem bin ich so groß geworden, mit dem habe ich immer angehört von dem und war immer mega begeistert und deswegen wollte ich schon immer Radio machen und irgendwann hat das in den 90ern dann halt irgendwann geklappt, weil ich hier in einem Lokalradio eine Radiosendung machen durfte und dann habe ich da auch gleich angefangen, irgendwie Interviews zu führen und habe versucht, eben Interviewtermine zu bekommen, wenn Künstler in Deutschland sind oder eben auch mal, wenn ich selber irgendwie, keine Ahnung, in New York war oder so und habe da eigentlich schon immer gerne Interviews geführt mit Künstlern und so hat sich das immer weiterentwickelt aus der Radioshow, die wir dann auch relativ früh online gestellt haben. Ist dann irgendwann ein Podcast entstanden. Das heißt, ich glaube, wir waren sogar der erste Deutschrap oder der erste Hip-Hop-Podcast so in Deutschland. Krass. Wir haben es relativ früh eben versucht, über iTunes auch zu promoten und sowas. Und so hat es sich immer weiterentwickelt und irgendwann kam dann auch in Amerika so Podcasts wie Rosenberg und Cypher Sounds, die hatten diesen Juan Epstein-Podcast, war auch einer der ersten in Amerika. Dann haben wir halt versucht, oder ich halt versucht, okay, ich könnte auch längere Interviews, die nicht nur in das Radioformat passen, sondern wirklich so eine Stunde einfach auch als einzelnen Talk-Podcast veröffentlichen und so ist dann eben auch dieser Uptown's Finest Talk und der Uptown's Finest Podcast nochmal entstanden, so in der Form, dass ich eben nur mit Künstlern ein langes Interview führe. Also das sind dann eher Rapper, gehe ich jetzt, also so, ne? Oder was bedeutet dann für dich Künstler? Ja, Rapper, also genau, Rapper, manchmal auch mit DJs, habe auch schon mit SK oder so auch Interviews geführt, ja. Aber oft halt natürlich mit Künstlern, Rappern und sowas in der Richtung. Ja, also warst du quasi einer der Pioniere auch jetzt in Deutschland so für diese Podcast-Geschichte, oder wenn du sagst, du hast ganz früh schon versucht, in unserem Bereich. Das will man sich ja eigentlich nie so richtig auf die Fahne schreiben, aber also ich habe schon das Gefühl, dass wir damals, also wo niemand Podcast gemacht hat, haben wir Podcast gemacht und da war ich vom Gefühl her schon der Erste. Vielleicht gab es noch jemanden, der das gemacht hat, den man jetzt nicht auf dem Schirm hatte, aber deswegen will ich das jetzt auch nicht so an die große Glocke hängen oder posaunen und sagen, ich war der Erste. So. Nee, aber du warst relativ früh dabei, auf jeden Fall. Genau. Und wie, ich stelle mir das richtig crazy vor mit der Veröffentlichung damals auch. Also es war bestimmt sehr kompliziert, oder? Ja, es war kompliziert und das Ding ist, es ist auch immer noch, also wenn mich jetzt jemand fragt, wie machst du das, ist total schwierig zu erklären, weil ich einen total komplizierten Weg gehe und alle anderen mittlerweile einen ganz einfachen über Soundcloud oder andere Dinge irgendwie das viel einfacher hinbekommen und ich irgendwie noch diesen ganz alten Weg gegangen bin, da mit irgendwelchen RSS-Feeds, die ich genau. irgendwie anlege und so, also ja. Ja, also du bist jetzt auch nicht mehr umgestiegen, weil ich habe jetzt auch die All-In-Geschichten auch auf Spotify hingekriegt. Und ich hatte jetzt auch das Problem, dass ich irgendwie 100 Folgen, die sind online gegangen direkt, aber ich hatte dann auch andere Folgen hochgeladen, aber die sind nicht mehr bei Spotify und bei iTunes oder jetzt Apple, was ist das dann, Apple Music oder Apple Podcast, keine Ahnung, hochgeladen, Apple Podcast. Weil ich irgendwie mal irgendwann eingegeben habe, okay, maximale Anzahl an Episoden 100 und das habe ich gar nicht mehr gecheckt. Also dann habe ich erstmal den Support angerufen, ja, da sind ja 1000 Häkchen und Einstellungen und Eingaben und so. Ja, hin und her mit dem Support, erst Spotify und dann bei meinem, ich bin bei Podbean jetzt, also Podbean ist so mein Anbieter, falls du ihn kennst. Ja, jetzt hat auf jeden Fall alles irgendwie so geklappt. Ja, wie lange machst du den Podcast dann jetzt schon genau? Also kannst du irgendwie eine Zahl dranhängen so? Also, na, das ist, also Radio, die Radiosendung, also auch der Name Uptown's Finest, den gibt es schon seit, ich glaube, 97 haben wir damit angefangen. Krass, da war ich 7. Lokal. Ja, das ist krass, ne? Also im Lokalradio haben wir damit angefangen und dann hat sich das so im Zuge der Digitalisierung auch irgendwann relativ schnell eben ins Internet bewegt, das Ganze. Und deswegen kann ich gar nicht genau sagen, ich glaube sogar 2006 oder so haben wir das erste Mal einen Podcast gemacht oder so. Oder 2007. Krass, auch schon online dann? Ja, genau. Also online haben wir das schon auch relativ früh gehabt und das dann...
am Anfang, glaube ich, nur mit irgendwelchen Soundschnipseln ohne Podcast, wo man das eben nicht abonnieren konnte. Aber dann haben wir das relativ schnell in diese Podcast-Form gebracht. Auch mit der Musik drin, ne? Also das. Ja. Ja, und wie laufen die Interviews so ab? Also läuft das ähnlich jetzt wie bei uns quasi hier bei All In ab? Oder gehst du gezielt wirklich auf die Leute ein, auf aktuelle Themen, bereitest dich richtig vor und so? Ja, ich bereite mich schon meistens auf die Künstler vor, gucke mir Interviews an, recherchiere ein bisschen, höre mir nochmal Alben an, vielleicht das aktuelle Album auch, um irgendwie Fragen zu, keine Ahnung, ein, zwei Lyrics zu stellen oder so. Also ich würde gerne in ein Interview gehen, wo ich mich nicht vorbereite, weil aber ich habe irgendwie, das habe ich ganz, ganz früher an meiner Anfangszeit, also außer die englischen Interviews, habe ich die deutschen einfach immer so frei von der Leber weggeführt und dann bin ich irgendwie so ein Kontrollfreak und bereite mir Fragen vor und sowas. Wünsche mir eigentlich von mir selber, dass ich einfach hingehen würde und so ganz normales Gespräch ohne irgendwelche vorbereiteten Fragen zu führen, aber nee, ist trotzdem schon gut und glaube ich wichtig auch, dass man so ein bisschen vorbereitet ist. Auf jeden und, Fall. Ein paar Sachen irgendwie sich aufgeschrieben hat und dann eben reagieren kann, wenn mal kurz irgendwie Stille herrscht. Genau. Oder, die unangenehme so Stille so, ne? Ja, oder wenn es irgendwie nicht so richtig vorangeht, wenn man das nicht so richtig in die Richtung bringt gerade, ja, dann hat man irgendwie mal noch eine Frage, auf die man zurückgreifen kann. Ja, auf jeden Fall. Hast du da, also gab es mal irgendwie so einen Moment, wo du dir dachtest, oh Mann, was habe ich da jetzt so gemacht? Also so ein peinlicher Moment, vielleicht auch mit irgendeinem großen Künstler so? Hast du da irgendwie was im Kopf, so was du so raushauen kannst? Ja, das war auch so. In der richtigen Anfangszeit habe ich einen richtig peinlichen Moment gehabt. Ja. Ich habe Exhibit interviewt. Boah, krass. Ich glaube, das war auch so einer der ersten Interviews, so, ich glaube, dritte Interview oder so, was ich je in meinem Leben geführt habe. Direkt mit Exhibit. Wie bitte? Direkt mit Exhibit. Mit Exhibit. Er war in der Gegend hier, in irgendeiner Disco hatte der einen Auftritt. Das war auch relativ makaber, weil der war, glaube ich, sonst auch gar nicht in Deutschland oder hatte nur noch ein, zwei andere Auftritte. Okay. Und habe da dann über den Radiosender damals eben das Interview geklärt und habe dann mit ihm ein Interview gemacht. Und er hat immer stark gestikuliert, so mit dem Mikrofon. Und ich hatte nur so ein kurzes Mikrofonkabel und das hat er irgendwann bei der Hälfte des Interviews einfach rausgezogen bei seinem Gestikulieren. Und ich habe das gar nicht gemerkt. Mhm. Und dann habe ich das aber noch irgendwann gemerkt, oh shit, das Mikro ist gar nicht mehr reingesteckt. Und dann habe ich ihn gefragt, so, sorry, you plugged the mic out, and can we do it again, und bla. Und der war natürlich nicht sehr begeistert, ja, und hat es dann nochmal mitgemacht. Und ich habe dann dieselben Fragen, die ich mir auf den Zettel geschrieben habe, halt nochmal gestellt. Und er war dann natürlich ein bisschen genervter dann als vorher, aber. Aber dass er das auch nicht merkt, also. So. Nee, ja. Er ist auch sehr kräftig gewesen, zumindest. Ich weiß nicht, ob er immer noch so kräftig ist, ne? Er war schon. Ja. Ey, krass, direkt als drittes Interview einfach Exhibit. Naja, ich überlege gerade, ja. Ja, doch, kann sein. Es war relativ früh. Also ich habe dann auch so in den 90ern versucht, eben so amerikanische Hip-Hop-Bands irgendwie als Interviewpartner zu bekommen. Und wie bist du da rangegangen? Ja. Also du konntest ja nicht mal eben per Instagram so, ging ja nicht. Nee. Du musstest schon, ich überlege gerade, wie das war. Ich glaube, du hast dann früher dem Veranstalter geschrieben, am besten mit der Radio-E-Mail-Adresse oder hast angerufen, ich weiß gar nicht mehr genau, hab dann, glaube ich, angerufen und hab dann eben versucht, irgendwie den Veranstalter zu erreichen. Dann hat er irgendwie Interviewtermine klären können für den Künstler und dann gab es halt zwei, drei Interview-Slots oder so und dann habe ich mich da irgendwie immer reingehasselt. Krass, und, ja. Vor allem, weil, also okay, über den Radio, also mit der Referenz des Radiosenders dann. Ja, das ja. Wobei das eben ein ganz kleines Bürgerradio ist, okay. Ne? Also das ist so eigentlich. Habe ich mich dann auch damals schon gewundert, warum geben die mir das Interview? Die hätten ja wahrscheinlich Anfragen von Radio Energy oder, keine Ahnung, großen Radiosendern, Big FM oder so bekommen können, aber also da habe ich dann immer auch ganz gut Glück gehabt. Vielleicht, weil damals auch in den 90ern das mediale Interesse noch nicht so groß war von den großen Medienanstalten. Für Hip-Hop dann, so, ne? Oder? Für Hip-Hop, genau. Ja. Und dass dann eben gar nicht so viele Anfragen gab, wie ich vermutet habe und deswegen eben dann die Möglichkeit bekommen habe, da irgendwie mit einem Künstler Interviews zu führen. Das kann natürlich sein, weil Hip-Hop ist jetzt auch noch nicht seit so vielen Jahren so groß, ne? Zu der Zeit war genau. Es, oder zumindest nicht in den öffentlichen Medien so. Genau, also zumal, also gerade in den 90ern war das eben wirklich so, dass das noch alles eine kleine Szene war, die Konzerte waren auch nicht riesig, sondern eher kleine Hallen und so, also das, und da hat dann wahrscheinlich auch kein Big FM gab es damals, glaube ich, noch nicht, kein Energy-Radiosender oder irgendwelche großen privaten Sender da Interesse gehabt, dass ich dann eben irgendwie die Möglichkeit hatte, trotzdem Interviews zu bekommen, auch mit dem kleinen Lokalradio. Ja, voll nice. Ey. Und so an, ja. so Leute wie Jan Delay, da kommst du jetzt einfach, weil du die schon länger kennst, ran, ne? Oder? Wie läuft das da so ab?
Ja, das ist zum einen sowas. Man kennt sich schon länger. Ich kenne Jan halt wirklich schon seit den Urzeiten, seit den ersten absoluten Beginner-Auftritten. Und ist aber auch so, dass ich mir, glaube ich, so in der deutschen Hip-Hop-Szene so ein bisschen Namen erarbeitet habe und auch durch viele Künstler natürlich persönlich kenne und auch so eine gewisse Reputation habe, dass das eben irgendwie alles seinen Sinn hat und eben nicht ganz so, ja, deswegen funktioniert das dann auch, dass man mal große Künstler irgendwie zum Interview bekommt. Ja, das ist halt immer die Sache, wenn man so was langfristig einfach macht, ne? Irgendwann kennen dich Ja, die Leute dann und dann bist du auch so ein bisschen genau, rumgekommen ja. und dann, ja, kann ich mir vorstellen, ja. Ja, nice. Also finde ich mega spannend. Leute, checkt auf jeden Fall Uptowns Finest ab. Wir packen den Link Genau. rein in die Shownotes, ne? Macht das Das auf jeden Fall. auch. Ich freue mich über jeden neuen Hörer und Ja, also guckt euch das gerne mal ja. Mega. Okay, also haben wir das abgehakt, so das Thema erstmal. an. Lass uns mal jetzt so über dich als DJ, weil wir sind ja hier auch im DJ-Vlog Ja. sozusagen. Lass mal die Anfänge sprechen, wie immer. Also machen wir, ist ja klassisch so bei uns. Ja. Wann hast du angefangen? Also war das war wahrscheinlich vor dem Podcast, gehe ich jetzt mal von aus, beziehungsweise vor der Ja. Radiosendung. Ja. Und warum hast du damals angefangen? Wie bist du da also es gab ja kein Internet, du konntest ja nicht bei Nee. YouTube dir irgendwelche DJs angucken. Wie war da so, wie bist du in Kontakt mit Musik und DJ gekommen? Also mich hat irgendwie die Hip-Hop-Szene allgemein interessiert so und irgendwie wollte man da, oder ich wollte damals Teil davon sein so, und habe irgendwie so eine Rolle gesucht, die ich da irgendwie übernehmen könnte, was mir irgendwie liegt, worauf ich Bock habe. Und da mich eben die Musik schon immer am meisten begeistert hat, als ich war jetzt kein guter Breakdancer, ich habe auch mal Graffiti gesprüht, aber da war ich auch nicht gut. Kein Namen Also, gemacht in der Szene. nee. Ach so, ganz, ganz klein und irgendwie, also ganz, ganz, nee. Deswegen hat mich das DJing schon immer irgendwie fasziniert und ich habe es ja auch schon eingangs gesagt, ich habe gerne Radio gehört, sei es dann eben Tim Westwood aus England, der dann auch irgendwie Gäste aus Übersee zu Gast hatte, oder später dann kamen so die New Yorker Radiostationen, so Hot 97 und so dazu, die man dann so auf ersten Tapes irgendwie bekommen hat, dass einer das aufgenommen hatte und ihr die Radiosendung zugespielt hat, dass man das hören konnte. Das hat mich eben fasziniert und deswegen wollte ich irgendwie so diese Rolle in die Rolle des DJs schlüpfen. Und ich hatte am Anfang eben, also gar kein Equipment. Ich habe mir auf dem Sperrmüll irgendwelche so alten. Ich bin dann in der DDR groß geworden und Ah, da gab es krass. dann irgendwann Leute, die ihre alten Plattenspieler weggeworfen haben. Die hatten noch viel zu kleine Plattenteller, dass die Platte viel größer war. Also der Plattenteller war so und das Vinyl war so. Und wenn du da auf der einen Seite drauf gedrückt hast, ist sie drüben hochgekommen mit der Nadel. Also du musstest ganz, ganz vorsichtig irgendwie umgehen. Scratching, Und nix. nee, das war ganz, ganz. Das war schon irgendwie möglich, aber ganz, ganz. Wie sagt man, ganz, ganz marginal, ganz leicht, weil das, ja, und dann gab es halt so in den 90ern hier so ein Jugendzentrum, wo es auch richtige Plattenspieler gab, wo es auch so Workshops gab, nee, Workshops ist Quatsch, man konnte einfach da hingehen und hat Leute getroffen, die auch irgendwie dasselbe Interesse hatten und da gab es eben auch Plattenspieler, eben richtige Technics und guten Mixer, wo man dann schon mal so ein bisschen üben konnte und sich da weiterentwickeln konnte. Okay, Ja. wow, ich habe Also jetzt nicht mit der Antwort gerechnet. wahrscheinlich auch total, naja, verschreckend für jemand, der jetzt gerade irgendwie mit DJing anfängt, klingt das natürlich wie, als erzähle ich irgendwie vom Zweiten Weltkrieg oder so. Ey, aber ich finde das Ja. wichtig. Also erstens, ich habe schon häufiger so eine Story jetzt gehört. Und zweitens finde ich das wichtig, dass auch die jüngeren Leute das mitbekommen, dass es früher einfach anders war. Also heute kann man halt einfach YouTube aufmachen, sich Tutorials angucken und dann sieht man da jemanden und kann das nachmachen. Und früher gab Ja. es das einfach nicht. So, es gab kein Internet, du hattest keinen Computer. Du musst einfach Ja. gucken, okay, mein Interesse ist da, wo finde ich Leute, die das auch machen und von denen dann irgendwie lernen oder sich da zu connecten, Ja, ne? genau. Also Ja. bei uns war es dann, oder so in meiner Generation haben dann viele halt auch Mixtapes einfach gekauft und gehört, so von Tony Touch oder PF Cutton, die es damals gab. Und da hat man eben so einfach vom Hören, okay, was macht der da? Okay, der versetzt die Snare und man musste natürlich viel, viel länger üben, um irgendwie das rauszubekommen, was er da macht, weil man es nur vom Hören eben versucht nachzumachen, anstatt irgendwie ein YouTube-Video zu haben. Ja, genau, das ist einfach, ich glaube, so lernt man das aber trotzdem besser, weil man sich wirklich mit seinem Ohr konzentriert auf die Sache und nicht sieht noch. Das Ja. ist ja genauso wie mit ja, Beatmatching. So, ne? Wir können mit Serato Ja, können wir jetzt ja. einfach gucken, aber früher war es halt so, du musst es wirklich hören und angleichen. So, das ist einfach,
Das ist genau. Auch, das, ist das ja. DJing, wie es auch in der Ursprungsform halt dann auch besteht. Ja, ja, genau. Also das die visuelle Komponente ist ja erst dann mit dem digitalen System dazu gekommen. Und ja, also bei mir ist es auch immer, ich merke, wenn ich aktuell auflege, ist da immer so ein Clash zwischen, ich gucke auf den Laptop und sehe es da und versuche es zu hören und merke dann, wenn ich beides mache, geht es irgendwie nicht so gut. Das heißt, ich muss mich entweder wirklich nur aufs Visuelle konzentrieren oder ich sage, ich höre einfach und versuche mit dem Hören zu mixen. Und ich finde, glaube ich, das ist immer noch ein bisschen besser als... Ach, okay, also du mixt quasi immer noch so oldschool sozusagen? Ja, schon, ja. Okay. Also ich gehe schon auch viel übers... Also natürlich gucke ich auch viel auf dem Laptop und gerade wenn irgendwie das Monitoring blöd ist oder so, dann hilft das schon. Aber ich merke halt, wenn ich beides versuche, also... Oder nee, ich mache schon eigentlich immer beides, also schauen und auch irgendwie hören. Aber ich glaube, das Hören ist schon irgendwie die wichtigste Komponente für mich. So. Hm, hm. Ja, sieht man jetzt bei jüngeren Leuten natürlich eher weniger, weil die auch ganz anders rangehen an die Sache. Ne? Dafür muss man, finde ich, auch Verständnis haben. So. Also ich würde jetzt nicht sagen, früher war alles besser oder heute ist alles besser, sondern ey, das sind jüngere Leute, so, die gehen anders an die Sache ran. So, ey, ne? Total. Alter, das ist ja auch einfach nur, weil ich so eben... schon 15 Jahre lang so gemacht habe, dass es eben wahrscheinlich für mich einfacher ist. Für jemanden, der jetzt neu rangeht, ist es vielleicht einfacher, einfach das visuell zu erkennen und danach zu mixen. Kann ich voll verstehen, na klar. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Wie hat sich das denn dann damals weiterentwickelt? Also du hast gesagt, hast dich dann mit den Leuten getroffen und so. Und hast du dann da auch, sag ich mal, täglich, wöchentlich geübt oder wie ist das dann abgelaufen? Ja, da war ich dann halt jede Woche irgendwie und habe dann geübt. Dann gab es eben einen Kumpel, der auch... Technics zu Hause hatte oder zum Beispiel Schuster, mit dem ich auch immer noch viel mache, der hatte auch irgendwie ein Setup und dann haben wir da irgendwie zusammen geübt und gemixt und überall. Also ja, da habe ich schon sehr, sehr viel immer noch Sachen versucht und geübt eben. Und wie bist du dann zum ersten Mal in den Club gekommen? Also lief das über Mixtapes abgeben oder war das ja noch gar nicht so weit dann? Ja, also ich glaube, das erste Mal Club auflegen war noch vor den Mixtapes, so ein bisschen. Krass. Ach, da ist man dann aber einfach, das ist dann so eine kleine, also ich komme ja aus Chemnitz und das ist dann so eine kleine Hip-Hop-Szene und dann kennt man sich und dann lernt man mehr Leute kennen und rutscht da so ein bisschen rein und dann ergibt sich, glaube ich, irgendwie so der erste Gig. Und ich glaube, mein erster bezahlter Gig war 20 D-Mark oder so, habe ich 20 D-Mark bekommen. Aber das war ein Warm-up für einen Rapper namens Curtis Blow. Weißt du, Curtis Blow noch kennst? Ja, kenne ich. Der war auch, das ist ja so einer der ersten erfolgreichen Rapper gewesen aus New York in den 80ern. Und er hat dann in den 90ern irgendwann mal hier in Chemnitz gespielt. Und da war ich natürlich mega stolz. Da war mir die 20 D-Mark egal, aber hab dann eben mit da auflegen können. Und war da, das war, glaube ich, so mein erster bezahlter Gig. 20 Mark, da hast du abgesagt. Ja. Ja, zum genau. Vergleich, weißt du, wie damals... Ja, wusste gar nicht, wohin mit dem ganzen Kram. Ja, genau. Ich habe mir gleich alles gekauft. Zum Vergleich, weißt du noch, hast du noch im Kopf, so wie teuer ein Plattenspieler dann zu dem Zeitpunkt so war? Also in D-Mark so? Also in Technics jetzt? Ich glaube auch so 800 D-Mark oder 800 oder 1000 D-Mark. Also ja, irgendwie so. Die wurden da ja auch noch produziert. Ne? Die werden jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so in der Form produziert. Ne? Ja, genau. Ja, und dann später kamen eigentlich die Mixtapes dazu. Und da, das war halt auch so ein Ding, man hat die halt aus New York bekommen, oder ich war 1996 das erste Mal in New York, hat man da irgendwie diesen ganzen New York-Vibe mitbekommen. Das war ja auch irgendwie was anderes, als wenn du jetzt irgendwie nach New York fliegst, weil du hast irgendwie digitale Karten, du weißt, wo alles ist, du kennst alles. Damals war das noch total aufregend. Du fährst in das Mekka von Hip-Hop. So, ne? Und damals war New York auch anders. An jeder Ecke hat irgendwie New York gelebt, was du gar nicht jetzt so aus deiner Stadt oder aus meiner, selbst in Berlin irgendwie nicht so kanntest. Das heißt, es war eben mega aufregend und Mixtapes war da das Ding. Wir haben da Mixtapes gekauft und DJ Clue Mixtapes, der irgendwelche exklusiven Songs hatte. Und wir sind dann mit dem Mixtape in den Plattenladen zu Beat Street Records nach Brooklyn und wollten dann eben die Platte kaufen. Und die haben uns ausgelacht, weil die wussten, hey, das ist ein DJ Clue Exclusive, den gibt es noch gar nicht auf Platte oder so. Und dann wollte ich halt unbedingt selber Mixtapes machen und habe dann eben 96 auch angefangen, das erst auf ganz klein und selber kopiert zu machen und bis ich dann irgendwie so ein Label gegründet habe, was eben Flatline Tapes damals hieß und dann darüber versucht habe, auch in Deutschland in die ganzen Läden irgendwie reinzukommen, habe dann selber den Vertrieb gemacht, das heißt, ich habe dann auch am Telefon gehangen und habe dann überall rumtelefoniert von Hannover, Kassel,
Köln, Berlin oder ich habe das versucht, so auf Kommissionsware die Mixtapes da reinzubringen. Und das war dann damals eben so der Promo-Move, um dann in Clubs zu kommen, wo du vorher nicht warst. Also wo ich dann angefangen habe, durch die Mixtapes national spielen zu können. Also wo ich dann eben in Münster, in Stuttgart oder in Hamburg auf einmal auflegen konnte, weil man den Namen so ein bisschen über die Mixtapes kannte. Ey, das ist ja richtig krass. Also warst du da eigentlich auch relativ früh so, das ist jetzt so die zweite Sache, wie ich raushöre, mit ja, den Mixtapes? Ja, da waren wir auch eigentlich, also es ist immer, aber ich glaube so Mixtape-Label so in der Professionalität, dass wir eben das auch richtig als Label gemacht haben und dann verschiedene DJs, auch andere DJs dann eben auf das Label gezogen haben und die haben da ihre Mixtapes veröffentlicht, die ihre Mixtapes da veröffentlicht haben, das war auch, da waren wir auch, glaube ich, einer der ersten in Deutschland. Zum Beispiel Ray D hat damals auch in den 90ern auch schon ein Mixtape für Flatline Tapes gemacht. So. Ja, ich wollte gerade fragen, ob du mal ein paar Names so droppen kannst, wer da so. Ja, also Ray D, Tomek hat zum Beispiel, mit Tomek habe ich dann auch so ein, zwei Tapes zusammen gemacht. Ray D, ja, und dann noch viele, die Beethovens, also Smallface und Perry, die mittlerweile als Beethovens ein bekanntes Produzententeam sind. Ja, einige DJs auf jeden Fall. Und natürlich als allererstes so unsere Crew, also Schuster, Little T und Chalil, das waren so DJs aus unserer Gegend und die wir da eben supported haben. Ja, ich weiß es jetzt wirklich nicht, kann sein, dass die Frage jetzt ein bisschen dumm ist, aber habt ihr die jetzt dann auch vertreiben können? Also, weil heute darfst du das ja eigentlich nicht, ne? Das war aber was legal dann damals oder illegal oder? Es war immer illegal. Okay, also immer gab schon, okay. Es gab nie so den Moment, wo das alles total legal war. Also das, wir haben es dann versucht, immer mehr zu professionalisieren. Dann irgendwann haben wir sogar GEMA-Anmeldungen gemacht und das so im GEMA abgeführt für die Mixtapes. Dann hatten wir einen Vertrieb in Frankfurt, was ich früher am Telefon gemacht habe, hat dann eben einen Vertrieb in Frankfurt übernommen. Krass. Und hat das dann in die Läden so ein bisschen gespreadet in Deutschland und ja. Also es war nie wirklich, okay. Nee, das war nie, ja. Es gab dann, wir hatten auch noch ein großes Glück, es gab dann in deutschen Fernsehen, bei Viva gab es so die erste Hip-Hop-Sendung oder die zweite Hip-Hop-Sendung, World Cup mit Tyron Ricketts und der hat dann auch mal so ein, zwei Shows gemacht, wo er so verschiedene DJs eingeladen hat und da war ich auch mal zu Gast und habe dann eben auch so Mixtapes vorgestellt und das hat dann auch so, das hat natürlich die Mixtapes wieder promotet, dann sind auf den Mixtapes, muss man sich vorstellen, da hat man damals die Telefonnummer von sich draufgeschrieben. Anders, krass. Ja, krass. Anderer Film. Ja. Und ich habe damals noch bei meinen Eltern gewohnt, das heißt, ich habe die Festnetznummer von meinen Eltern da irgendwie draufgeschrieben und die wurde dann auch bei Viva eingeblendet, so da könnt ihr die Mixtapes bestellen. Ne? Und Viva World Cup, das lief dann irgendwann, keine Ahnung, abends um 8 und kam dann aber auch um 1 irgendwie eine Wiederholung. Das heißt, und meine Mama lag dann damals im Bett und hat so ein portables Telefon und um 1, wo dann die Wiederholung kam, haben dann mal ihr Leute angerufen und wollte irgendwelche Kassetten bestellen und meine Mutter so, was ist denn hier los? So. Die wusste gar nicht, was du machst wirklich, oder? Nee, naja, doch, die wusste das schon, aber das war dann eben so, die wurde dann halt nachts um 1 geweckt, weil da eine Wiederholung lief und Leute dachten, ich ruf da jetzt an und bestell da ein Mixtape oder so. Also, das, wie geil ist das denn, ey? Ja. Ey, das war aber dann ja schon richtig groß, ey, mit dem Mixtape. Das war schon eine große Geschichte mit den Mixtapes. Ja, auf jeden Fall. Also weil man, das waren jetzt keine riesengroßen Auflagen, das kann man nicht vergleichen, was irgendwie heutzutage von Sachen oder von CDs oder so früher verkauft wurde. Ja. Aber man hat sich damals eben in so einer Szene damit einen Namen machen können und war eben ein bekannter DJ, der eben auch gebucht wurde in anderen Städten. So, ja. Das war das Tool, um aus deiner Region heraus eben in andere Städte zu kommen. Ja. Ja, heute ist ein Mixtape, also viel, viel, viel weniger wert, sagen wir mal so, ne? Ja. Auch, es ist ja auch so, dass früher die Leute, also die haben neue Musik gecheckt auf dem Mixtape. Weil du musstest dir die Platten entweder alle kaufen von jedem Künstler. Und das war eben so eine aktuelle Werkschau von Songs, die es gerade gibt, von Alben. Und auf den Mixtapes hat man dann eben die neuen Songs entdeckt. Na, hat gedacht, okay, da ist ein Mobb Deep Song drauf, cool. Ich höre mal das Album rein im Plattenladen und kaufe mir eventuell dann auch die Platte danach. Und das war eben, der Weg war eher darüber, dass man Mixtapes gehört hat und darüber neue Musik kennengelernt hat. Also das Spotify der 90er vielleicht. Eher. Ja, genau, das Spotify the old school way so ein bisschen. Ja, und deswegen war, glaube ich, auch der Name eines DJs früher einfach auch
noch mehr wert, weil du dich, also deinen Sound wirklich über die Mixtapes definiert hast und die Leute dich dann kannten von deinem Sound her. Und wenn die, dann konnten die dich im Club auch identifizieren dann so, ne? Total. Und ein DJ war auch sehr, es war sehr wichtig, du hattest ja nicht alles. Das heißt, du konntest ja nicht jede Platte spielen, weil du musstest, du kannst ja auch nicht alles kaufen, so, weil es hat ja einfach eine Menge Geld gekostet, jede Platte zu kaufen. Und ein DJ hat sich dann in den Jahren auch damit ausgezeichnet, was für eine Sammlung hat, er hat und was für eine Range und welche Songs er spielen kann und sowas. Mhm. Oder hat, du musstest die Platten ja zweimal kaufen, um, also die Single, um irgendwie was mit den Backspins zu machen oder sowas. Das war ja nur möglich, wenn du die Platte zweimal hattest und irgendwelche Tricks oder so. Und das heißt, damals hat sich ein DJ enorm über seine Plattensammlung definiert. Und auch gerade deswegen war auch in den 90ern Tomek so ein krasser DJ, weil er eine krasse Plattensammlung hatte. Er hatte dann irgendwie die rare Promo von Notorious Big mit Puffy, All About the Benjamins oder so, die es nur 500 Mal gab, und er konnte die spielen und die anderen eben nicht so. Und das, das waren halt ja, andere Zeiten. Ja, klar. Ja, heute geht's halt, läuft das halt ein bisschen anders. Wobei man natürlich auch über Soundcloud noch ein bisschen was machen kann, aber ja, bis du das an den Mann, sag ich mal, gebracht hast, an den Clubgast sozusagen, und dir darüber einen Namen machst, das dauert halt auch einfach wahrscheinlich ein bisschen länger so, ne? Ja, klar. Und was, ja, das haben wir dann auch gemacht. In den in Clubs hast du dann irgendwie ein Tape am DJ-Pult hingestellt und mit irgendwie einem Price-Tag, und dann konntest du auch neben Auflegen so ein paar Tapes noch verkaufen, oder am Einlass von dem, vom Club oder so gab es dann auch manchmal so kleine Stände, wo dann die Tapes verkauft wurden. So. Und krass, ey. Das, das war ein anderer Hustle. Ganz anderes Game, ja. Ja. Ich hatte jetzt gerade noch eine Frage, die ist mir jetzt natürlich verflogen gerade. Wie das immer so ist. Ja, so ist das. Lass mich noch mal kurz nachdenken, wir schneiden das dann einfach raus. Ganz spannend. Genau, sehr einfache Frage. Wie kann ich die vergessen? Machst du das mit dem DJing hauptberuflich auch schon immer, oder läuft da noch was anderes? Also ich habe das dann relativ früh, wo das dann losging mit den Mixtapes und mit den Clubsachen. Also 1997 habe ich mich dann selbstständig gemacht. Also mich war da so dann die Entscheidung, studiere ich jetzt noch was oder mache ich mich selbstständig? Und natürlich, wahnsinnig wie ich war in meinem Kopf, habe ich gedacht, klar, ich mache mich selbstständig, ich verkaufe Mixtapes, ich lege in allen möglichen Clubs auf. Klar, habe da irgendwie so einen Businessplan geschrieben, habe da noch so eine, damals gab es irgendwie noch so eine Förderung für die Selbstständigkeit. Hab das noch ein bisschen mitgenommen und ja, hab dann eben auch den Mixtape-Vertrieb gemacht. Das heißt, ich habe dann auch für die Mixtapes auch für, von den anderen eben alle in die Läden gestellt und habe denen dann eine kleine Gage zahlen können und so weiter und so fort. Krass. Aber ja, am Ende des Tages war das alles eher ein Minusgeschäft, weil ich auch, ich hatte ja gar keine Ahnung von so Betriebswirtschaft. Ich war dann auch, ich war viel, also ich war einfach schon froh damit, dass das in den Läden steht, und wenn er dann von den dann nie irgendwie Geld bekommen habe, so, ich hatte kein Mahnwesen oder sowas, um die Läden abzumahnen, dass ich irgendwie jetzt mal die Kohle bekomme oder so. Das heißt, da ist auch natürlich viel auf der Strecke geblieben. Aber ja, und seit 97 bin ich dann selbstständig und hauptberuflicher DJ sozusagen, bis 2020 in die Corona-Krise rein. Ja, krass, da bist du schon ultra lang einfach dabei. Ja. Hast schon so viele Äras da miterlebt jetzt so. Genau, also das sind ja sehr viele Wandel, die dann, ne, die man dann mitgemacht hat. Zum Beispiel auch bei den Mixtapes kam dann irgendwann der Wandel zu den CDs hin und irgendwann von CDs auf digital, und da verändert sich halt ständig irgendwas, und man muss dann eben dann auch irgendwie die Veränderungen mitgehen und dranbleiben und Das wollte ich gerade fragen, so was ist der, also was glaubst du ist der Grund, dass du jetzt noch in der Szene so bestehen kannst? So, ne, weil du jetzt schon lange dabei bist. Also Also zum einen ist es, glaube ich, so, liegt es daran, dass ich mich nie irgendwie neuer Musik verschlossen habe, dass ich die Entwicklung auch alle nachvollziehen kann, warum Musik jetzt gerade so klingt, wie sie jetzt klingt, und nicht irgendwie verbittert da stehe und denke, oh, früher Mobb Deep und Nas, das war noch geiler Rap, jetzt kommt nur noch Scheiße raus. Und da gibt es ja in meiner Generation sehr viele Leute, ich meine das auch gar nicht böse, das ist einfach, glaube ich, auch so ein natürlicher Weg, wenn 90er-Rap deine Jugend war und du dann irgendwann ganz andere Wege gehst und dich auch nicht mehr so für Musik interessierst, verbindest du immer halt damit irgendwas. Und wenn du dann jetzt heute Lil Uzi Vert dagegen hörst, denkst du dir,
damit kann ich irgendwie null umgehen und das nicht verstehen. So, ne? Aber bei mir ist es halt, ich bin auch durch die Radioshow, die ich gehabt habe, immer, ich habe jede Woche neue Musik gehört. Ich hab, mega. Für mich war das alles logisch, warum das jetzt so klingen muss, warum jetzt nicht Lil Uzi versucht, wie Mobb Deep oder Nas zu klingen und warum es so neue Strömungen gibt. Und das war für mich immer alles glasklar und ich habe das nie abgewehrt oder habe dagegen geredet und habe das irgendwie als eine natürliche Entwicklung betrachtet und bin da dran geblieben. Und es ist auch so, dass mir es persönlich gefällt. Also ich habe da auch keinen, ich muss mir jetzt auch nicht abkrampfen, im Club einen Lil Uzi Song zu spielen, habe das Gefühl, aber ich würde ganz lieber, viel lieber eigentlich jetzt Redman spielen oder so. Im Gegenteil, also ich mag eigentlich die neuen Sachen alles sehr. Ja, ja, mega. Ja, das habe ich mir auch fast gedacht. Also du musst halt einfach, du kannst halt nicht in einem jetzigen 18-Jährigen ein komplettes Set oder einen kompletten Abend mit Biggie und Tupac und Mobb Deep und so weiter präsentieren. So, die können damit einfach nichts anfangen. Ne? Logisch, ja. Ja, ja, ja. Das war auch schon Thema im letzten oder vorletzten Interview. Da hat, ja, der Len Beam, genau, der hat das. Habe ich ein Stück gesehen, aber noch nicht zu Ende geguckt. So. Ja, 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 er hat da auch davon gesprochen. So. Ja, ich, das ist einfach die Zeit, also alles verändert sich. So, ne? Ja. Deswegen, da muss man einfach dann auch aktuell sein. Ja, nice. Mega spannend. Und letzter, ich glaube, das ist eben auch. Ja. Ich glaube, das ist eben auch eine Stärke, so dann diese Veränderungen eben mitzumachen und da immer dran zu bleiben. Und wie gesagt, ich komme von Kassetten und mache heute irgendwie Spotify-Playlisten. Ne? Ja, und das heißt, und dazwischen ist ja ganz viel auch passiert, so was einmal relevant war, was jetzt nicht mehr relevant ist. Und man musste da immer am Ball bleiben und eben auch. Ja, relevante Wege nutzen, um sich irgendwie im Gespräch zu halten. Ja, ja, ja. Ja, man kann halt nicht sagen, oh, Spotify ist scheiße, jeder hat den Zugang jetzt zu Musik oder so, ja, ja. Ich will der Trendsetter sein. Ja, ist schwierig heutzutage, dann das wirst du nicht schaffen, weil einfach jeder Clubgast Spotify hat und vor dir meistens oder häufig schon die Lieder einfach hört. So, ne? Genau. Das ist, da kann man ja auch nicht sagen, jetzt das ist alles scheiße. Ja. Also kann man machen, aber ganz dann. Genau. Wird es halt schwer, sich da irgendwie zu etablieren weiterhin. Letztes Thema, oder hast du noch irgendwas dazu jetzt zu sagen? Ich habe dich gerade schon unterbrochen. Nee, alles gut. Ich habe nur gerade überlegt, also das wollte ich noch sagen, weil deswegen sind Mixtapes auch so ein bisschen, oder auch Online-Mixe so ein bisschen langweilig geworden, oder für die Leute, also für DJs ist es immer interessant, weil man ja das auschecken kann, was macht der, wie kreativ sind die Mixe, aber als normaler Hörer hat es halt nicht mehr diesen Reiz, den Mixtapes in den 90ern oder Anfang 2000 noch hatte, weil man darüber wirklich neue Musik kennengelernt hat. Und wie du schon sagst, heutzutage ist die neue Musik sofort auf Spotify. Das heißt, du bist gar nicht mehr der Gatekeeper, der den Leuten die neue Musik darbietet, sondern es geht eigentlich nur noch um die Kreativität. Und ich glaube, das ist eben dann eher für DJs, die, also für Leute, die selber DJs sind, interessant. Aber der, sagt ein normaler Konsument, der kann eben auch eine Spotify-Playlist anhören und ist damit auch zufrieden. So. Ja, 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 ja. Ja, kann ich nur zustimmen. Das ist so. Hm. Ja. Ja. Letztes Thema jetzt. Wir haben schon ja auch 35, 40 Minuten haben wir schon wieder rum. Es geht immer so schnell. Also ja, ich wundere mich jedes Mal aufs Neue. Aber du kennst das ja selber auch wahrscheinlich. Ja, ja. Ich wollte nochmal auf das Thema Splash zu sprechen kommen, weil ich meine, ich habe irgendwo mal gelesen, korrigier mich, wenn ich da falsch liege, dass du schon wirklich seit dem ersten Splash irgendwie da involviert bist, und das finde ich einfach ultra spannend so, dass du da, also vielleicht kannst du mal erzählen, wie du damals da reingerutscht bist, also die Szene war klein, das war, aber auch, dass du jetzt noch da bestehst, also hast du da irgendwie eine besondere Funktion oder wie das so abläuft? Also das Splash hat sich so ein bisschen aus unserem Freundeskreis entwickelt, das war auch so eine lose Idee, das heißt, wir hatten damals dann eine Band, die hieß Tiefler und Jalil, die haben irgendwie, da habe ich ein Label gegründet, aus Flatline Tapes wurde dann Flatline Records. Wir haben dann eben da versucht, Platten rauszubringen, haben dann, gleichzeitig gab es eben zum Beispiel der Reschi, das war damals unser Booker, der das Booking gemacht hat, der hat es dann mit 1, 2, 9 Leuten zusammengetan und die hatten eben die Idee des Festivals und so ist damals das total Jungfräuliche auch, so 3, 4 verrückte Leute wollen ein Chemnitz Hip-Hop-Festival in den 90er Jahren machen. Also das war so, jeder hat uns einen Vogel gezeigt und hat gedacht, ihr seid ja bescheuert. Das gibt's ja gar nicht, weil damals gab es auch keine Hip-Hop-Festivals. Es gab nur Festivals, wo alles lief. Mhm. Ach so, warte, okay, ja, das weiß ich ja auch nicht. Also, ich komme auch aus einer anderen Zeit. Nee, das war ja das einzige Hip-Hop-Festival. Oder vorher hat sich das auch niemand getraut, in so einer Größe ein reines Hip-Hop-Festival zu machen. Damals gab es nur sowas wie Rock am Ring, Rock im Park und Festivals, wo alles lief, wo auch
größten Hip-Hop-Leute vielleicht auch mal auf einer zweiten Bühne irgendwann 14 Uhr gespielt haben, aber es gab jetzt nicht so dieses Mega-Hip-Hop-Festival. Und ja, so ist es eben aus unserer Crew irgendwie entstanden. Und dadurch, dass das alles ja so unprofessionell war, war man dann automatisch irgendwie Teil davon. Das heißt, an dem ersten Mal, wo es dann irgendwie Open Air war, habe ich dann ein Funkgerät in die Hand bekommen, so kümmere dich um irgendwas, keine Ahnung. Geil. Ich habe nachts mit einem Freund, die Nacht davor sind wir irgendwie illegal an Autobahnabfahrten gefahren und haben da irgendwelche selbstgebastelte Schilder hingehangen, dass man weiß, wo man abfährt und so. Und die Stadt wollte 2 Wochen vorher das Festival verbieten, weil wir kein Security-Konzept hatten. Also es war einfach mega chaotisch. Und dadurch, dass wir halt so alle ein Team waren, wir hatten dann auch ein Büro zusammen alle, ist das halt einfach so entstanden. Und dann habe ich später eben, als ich dann das Label gegründet habe, haben wir dann so Compilations rausgebracht. Das heißt eben versucht, exklusive Songs von den damaligen Künstlern, die auf dem Splash gespielt haben, keine Ahnung, so Sammy Deluxe, Ferris MC, Afrop oder irgendwelche, oder Specialist mit Harris und so, habe ich dann eben so eine Compilation zusammengestellt über das Jahr, wo dann die exklusiven Tracks auf einer CD rausgekommen sind. Das war dann mein Part. Und ja, dann später wurde daraus wiederum eine DVD, wo wir eben das Festival gefilmt haben, wo ich Interviews mit Künstlern mache auf dem Festival und so. Geil. Und das, ja, eine Zeit lang war ich auch mal Pressesprecher an den Anfangszeiten vom Festival und so. Also, ja, so hat sich das immer weiterentwickelt und ja, deswegen ist es halt so, dass ich auf dem ersten und bis zum, also dass ich auf allen Splash-Festivals war und auf jeden irgendwie gespielt habe. Weil das natürlich so zum einen, also ich bin da in der Firma gar nicht involviert, weil das war ja, wie gesagt, am Anfang hat jeder so sein Ding gemacht und man war da irgendwie mittendrin, ohne dass man irgendwie Teil der Firma ist, aber so hat sich dann das alles auch irgendwie rauskristallisiert, wer was macht, wer welche Firma macht und welche Wege das geht. Ich damals mit dem Plattenlabel, die Jungs damals mit dem Festival und gleichzeitig eben ich immer noch als DJ und das, so ist das dann immer irgendwie auch geblieben und bin da froh, dass wir da immer noch spielen dürfen und können. Ja, mega. Ja, da hast du ja auch mit aktuellen Künstlern zu tun. Also da kommst du ja zwangsläufig auch mit den neuesten Leuten da so in Kontakt. Genau. Und das ist, glaube ich, eben auch so ein Punkt, dadurch, dass man eben auch so langjährig so Künstler kennt und man eben jetzt auch nicht so ein Typ ist, der jetzt mal irgendwie für 2-3 Jahre irgendwie der Hot Guy ist, der gerade der Go-To-DJ ist und dann, sondern man, ich glaube, die Künstler wissen auch, dass es eben Bestand hat und dass es eben jetzt nicht so eine Phase ist oder so, wo jemand mal irgendwie Gas gibt, sondern dass es eben, dass man so ein bisschen eine feste Komponente in der Szene auch ist und da eben da ist und präsent ist. Ja, ja. Ja, dieses Jahr ist schon abgesagt, oder? Ja, ja, also, ja, ist klar. Schon abgesagt, auf jeden Fall. Ja. Leider Gottes, aber wie viele oder wie alle, alle. Ja, klar. Wahrscheinlich Tickets behalten auch Gültigkeiten für nächstes Jahr, gehe ich mal von aus, oder? Wie bitte? Die Tickets werden wahrscheinlich dann die Gültigkeit behalten und dann im nächsten Jahr, oder wie habt ihr ja, da bin ich, gerichtet? Ja, ich auch weiß gar nicht, bin ich gar nicht so direkt drin, aber ich glaube mal, dass man irgendwie die behalten kann für nächstes Jahr und mal gucken, wie sich das entwickelt und Ja, gucken wir mal. Ich bin mal gespannt. Sind wir schon beim letzten Thema? Eben Corona, müssen wir drüber sprechen. Ist einfach zu aktuell jetzt gerade. Habe ich mit den letzten Interviewpartnern auch so. Wie gehst du jetzt aktuell mit der Situation so um? So bist du eigentlich gechillt oder machst du dir schon so ein bisschen Sorgen jetzt um die Szene, um die Clubs auch? Ja, natürlich. Also man ist, also es ist so beides, ne? Irgendwie man ist, zum einen bin ich so ja, irgendwie aufgeregt und nervös, so, was bedeutet das und was für Probleme kommen da auch noch auf uns zu, wie viele Clubs werden aufgrund der Corona-Krise vielleicht sterben, wie viele Gig-Möglichkeiten hat man denn überhaupt noch nach dem Ganzen und auf der anderen Seite ist es so, checke ich irgendwie, wie extrem privilegiert wir in Deutschland sind. Oh, ja. Als wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, mit deiner Familie an der griechischen Außengrenze in einem Lager sitzt und oder eben irgendwo anders wohnst und eben nicht in so ein soziales Netz wie in Deutschland fällst. Und ich meine, das habe ich auch eingangs gesagt, weil ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe irgendwie genug zu trinken und zu essen. Ich habe Strom, ich habe tausende technische Geräte, ich habe ein Handy, wir können skypen, also ich habe eigentlich keinen Grund, mich schlecht zu fühlen, so, weil man jetzt irgendwie gerade in Quarantäne ist oder gerade seinen Beruf nicht ausüben kann. Im schlimmsten Fall, man muss sich auch mal überlegen, was ist denn das Schlimmste, was einem jetzt passieren kann. Das mache ich auch immer, ja. Und
dann sehe ich halt so, okay, das Schlimmste, Allerschlimmste ist, ich muss dann irgendwie Arbeitslosengeld beziehen, um bei, und selbst da kann man, klar ist das nichts Geiles, so, aber im Vergleich zu vielen, vielen anderen auf der Welt ist es immer noch irgendwie ein Segen. Ja, Ne? Und ja. Das heißt, ich mache mir das deswegen eigentlich nicht so viel Sorgen, ne? Und sehe das Ganze eben auch irgendwie positiv. Auf der anderen Seite ist natürlich schon, dass man sich es nicht ganz von sich schiebt und denkt, ah, alles ist schön. Aber ja, ich versuche da trotz allem positiv zu bleiben. Ja. Ja, da schwebt irgendwie die ganze Zeit sowas mit. Also ich merke irgendwie auch, dass ich so neue Ideen entwickelt, weil man auch viel zu Hause ist und sich zwangsläufig auch ein bisschen mehr mit sich selber beschäftigt, weil man halt nicht mehr so viel in Kontakt mit anderen ist. Ne, dann entstehen wieder neue Sachen. Aber andererseits denkt man sich auch so, okay, wann geht's weiter? Und irgendwie so, ich bin jetzt auch im Streaming so ein bisschen aktiv und das ist auch natürlich überhaupt gar nicht so dasselbe, als wenn du vor Live-Publikum spielst. Also das kann man einfach null vergleichen. Und das fehlt dann schon so, ne? Also, Naja, das fehlt auf jeden Fall. Also ich habe jetzt vor kurzem zu meiner Freundin gesagt, ich würde mir wieder wünschen, dass jemand ans DJ-Pult kommt und sich eine beschissene Song wünscht. So, weißt du? Ja. Was man eigentlich hasst als DJ, ja, irgendwie vermisst man es dann doch. Ja, und du bist es ja noch viel länger ich gewohnt, dann auch regelmäßig aufzulegen, ne? Deswegen kann ich mir schon vorstellen, so dass da so voll was wegbricht jetzt eigentlich. Oder weg, ja, schon, doch. Ja, na schon, klar, doch, also so meine Haupt, das ist das Haupt, die Haupteinnahmequelle bricht komplett weg und natürlich ist das mega existenzbedrohend so für mich und wie auch für viele, viele andere gerade. Ne? Ja. Wie gehst denn du da, also was glaubst du, wie es weitergeht jetzt, wenn die Clubs wieder aufmachen? So, meinst du, es läuft exakt genauso weiter wie vorher auch mit der Booking-Vergabe und so? Oder wird es da irgendwie, hast du da irgendwie eine andere Idee, was da passieren könnte? Schwierig, ne? Naja, also ich glaube, dass tatsächlich leider vielleicht wirklich ein paar Clubs sterben werden aufgrund der Geschichte, weil sie es einfach finanziell nicht durchhalten können, so lange zuzulassen. Das hat natürlich viele negative Auswirkungen. Mhm. Gleichzeitig glaube ich, dass sich die Leute auch mal wieder eben darüber bewusst werden können, was das für ein Privileg ist, irgendwie in einen Club zu gehen, unter vielen Menschen zu sein. Diese Zweisamkeit nennt man sich, wie nennt man das, wenn man einfach so unter vielen Leuten zu sein, ja, auch nochmal ganz anders zu schätzen wissen vielleicht und viel mehr Teil des Ganzen sind, viel mehr Teil der Party sein können, dass vielleicht auch eine andere Stimmung wieder entsteht, wenn man in Clubs geht und nicht mehr so sehr nur aufs Handy zu gucken und so, sondern eben die Zeit zu genießen, die man gerade mit mehreren Menschen in einem Club erlebt. Mhm. Und ich hoffe, dass da eben ein anderes Bewusstsein so ein bisschen entsteht und dass vielleicht auch nochmal eine andere, für uns DJs dann wiederum eine andere Stimmung daraus entsteht. Ja, ich glaube gerade die Unterhaltungsbranche, die ist irgendwie so, die ist da und die ist irgendwie, es ist einfach, okay, ich gehe in den Club, aber so richtig diese Wertschätzung, wie es vielleicht auch früher war, auch mit den DJs und so, die ist so ein bisschen in den vergangenen Jahren wahrscheinlich einfach irgendwie weggegangen und vielleicht kommt die ja jetzt auch dann wieder zurück, wenn das Ganze vorbei ist, so ein bisschen mehr, genau. Ich will es ja nicht schlecht reden oder so. Ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass es so die letzten Jahre auch wieder so ein bisschen stagniert, so was den Sound angeht, also man merkt dann irgendwie, es kommen jetzt nicht so viele Mega-Hits hinterher und irgendwie die Highlights des Abends sind dann doch irgendwie wieder Goosebumps und Balenciaga von UFO oder so gefühlt, ne? Und man sieht das in jeder Insta-Story und klar hast du jetzt einen Moshpit gefilmt, aber der ist halt eben wieder zu Goosebumps oder zu Balenciaga und das ist für mich dann irgendwie auch ermüdend und habe auch das Gefühl, dass es dann eben die Leute dann nur noch, also mit dem Gefühl gegangen, wenn kein Moshpit war, dann ist es keine geile Party, was aber eben totaler Quatsch ist. Ja. Ist cool, wenn das entsteht und wenn es das gibt, voll geil, mega, aber es kann auch irgendwie geile Abende geben, wo einfach nur cool getanzt wird, ein geiler Vibe in der Luft liegt und die Leute miteinander irgendwie tanzen und man muss jetzt nicht immer der Moshpit herhalten. Als Aushängeschild. Als Aushängeschild für die krasse Party, die man gemacht hat, weil es auch immer nur so ein ganz kleiner Ausschnitt ist von dem Abend, weil natürlich. Was machst du die anderen 3 Stunden oder 2 Stunden in deinem Set? So? Also von daher. Ja, aber da können wir natürlich allgemein über Social Media jetzt reden. Also, ne, wenn es jetzt darum geht, so, weil, okay, das sind eben nur 15 bis 30 Sekunden, die man dann zeigt, die besten sind. Ich bin auch komplett, ich bin schuldig, ne? Ich bin da in allen Anklagen schuldig. Ich mache das genauso. Also ja, macht die. Teile also, dann auch eher den Moment, wo was passiert im Publikum. Aber es ist ja auch nochmal,
Ist ja, ja klar. Also warum sollte man das nicht machen? Ja. Das ist halt, das gehört halt auch zum Marketing einfach dazu. Ja, ja, wir sind am Ende des Interviews. Es sei denn, wir sind am Ende. Wir beide sind am Ende zur Zeit von Corona und am Ende vom Interview. Es sei denn, du hast noch irgendwas, was du vielleicht raushauen willst. Was ich immer ganz cool finde am Ende, ist noch so irgendwie random so ein Tipp für Newcomer. So von so einem erfahrenen DJ wie dir, wenn du irgendwas einfach spontan im Kopf hast gerade. Also mir fällt das immer total schwer, muss ich gestehen, jemanden einen Tipp zu geben, wie man als Newcomer jetzt durchstarten kann, weil ich eben in einer ganz anderen Zeit groß geworden bin und für mich ganz, ganz andere Dinge wichtig waren, um mich irgendwie ins Gespräch zu bringen, als jetzt. Natürlich gehört da heutzutage eben Social Media und Instagram dazu, sich in Szene zu bringen, zu setzen und irgendwie sein Marketing zu betreiben. Ich glaube, ein Tipp, der so einfach ist und trotzdem viele manchmal nicht beachten, sei einfach ein cooler Typ. So. Also sei einfach, weißt du, also ein cooler Typ ist aber nicht, ich bin total cool, sondern sei einfach ein netter Mensch. So. Sei einfach, sei zu allen Menschen nett, behandle Menschen so, wie du selber erwartest, von Menschen behandelt zu werden und lass irgendwie natürliche Netzwerke entstehen mit Menschen und Clubleuten in deinem Umfeld und dann entsteht da auch irgendwie daraus was und lerne Menschen kennen, sei irgendwie neugierig. Das ist, glaube ich, so der, natürlich der ganz einfache Tipp, den man ja wahrscheinlich schon tausendmal gehört hat, aber irgendwie manche habe ich das Gefühl vergessen ihn trotzdem wieder und sind dann charakterlich eben eher irgendwie, wo ich sage, strange. Ja. Also, ist einfach so ein Essential einfach. Also ich meine, wenn jemand nicht nett zu mir ist, so, warum, also dann kann er nicht erwarten, dass ich auch nett zu ihm bin. So, das ist einfach so, aber das ist so ein allgemeines Ding, das hat noch nicht mal was mit unserer Branche zu tun, das ist einfach Grundvoraussetzung, finde ich, so im zwischenmenschlichen Umgang. Total. Aber das ich habe schon oft eben Leute erlebt, bei denen es total gar nicht so ist. Und safe. Wo ich gedacht hab, hä? Oder die dann irgendwie 3 Gigs gehabt hatten und das Gefühl haben, so, sie haben jetzt die Welt erobert und sind jetzt die Stars. So. Also da habe ich dann auch immer so, wieso? So, calm down, rede doch normal mit mir. Oder rede normal mit mir. So. Ja. Die erfolgreichsten Leute, mit denen man redet, sind die bodenständigsten Typen. So. Ja, die natürlich. Haben es nicht nötig, sich da über ihre Art und Weise über die Dinge zu stellen oder so. Ja, ja, ja. Ja, sehe ich genauso. Ja, dann sind wir jetzt wirklich am Ende. Ja, und, aber ich muss, weil du mich gefragt hast, ob ich noch was, ich möchte auf jeden Fall dir nochmal mega Props geben, weil ich verfolge das schon eine Weile, was du machst, das ist mega, ich liebe das, riesen Respekt, dass du das so konstant auch echt immer durchziehst und ich weiß, was da für Arbeit dahinter steckt, also ja, möchte ich einfach mal nochmal auf dem Weg auch mega Props geben für dein Projekt, für den All-In-Blog und ich ziehe da meinen Hut. Vielen Dank. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Also ich sage einfach vielen Dank. Ich hoffe, das ist okay. Ist alles gut. Mir geht es genauso. Ich kann damit auch immer nicht umgehen. Aber es muss einfach, ich finde halt trotzdem, du hast dir die Wertschätzung einfach verdient, dass man das ausspricht, dass man das sagt, weil es ist wichtig für die DJ-Community und eben auch für Newcomer, glaube ich, ist es immer gut, so Sachen anzugucken, welche Wege sind die anderen gegangen. Das muss ja nicht ihr eigener Weg sein, aber ich lerne ja da auch, ich lerne genauso in deinem Vlog, wenn ich da Interviews angucke und sehe da eben, wie jeder DJ so seinen eigenen Weg irgendwie geht und das ist mega interessant und spannend und dadurch, dass ich eben auch mal so 1-2 Videos selber schneide, weiß ich, was das für ein Hustle teilweise ist und hab da größten Respekt, dass du das vor allen Dingen so einer Schlag, das, wie sagt man, so einer Schlag... Fertig, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, so einer hohen Schlagzahl Videos raus. Und das ist eben deswegen Respekt dafür. Vielen Dank. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald mal im realen Leben irgendwann sehen. Ja, das ist ja auch unser erstes Kennenlernen hier über Skype. Ja, auf jeden Fall. Also jetzt, ich finde jetzt gerade so während der Corona-Zeit so, da connectet man sich echt viel. Und dann, also irgendwie, ich habe das Gefühl, so, ich muss erstmal eine Deutschlandreise machen, so nach der Corona-Zeit, so, um mich mit allen dann auch persönlich mal zu treffen. Finde ich aber mega cool. Also, hat mir auf jeden Fall super Spaß gemacht. Und ich danke dir. Ja, ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast. So, immerhin jetzt so eine Stunde für mich. Finde ich mega cool. Und dann würde ich sagen, mache ich schon das Outro. Also erstmal noch, Leute, checkt auf jeden Fall DJ Ronja ab, ne? Also alle Social Links und so weiter zum Podcast und alle möglichen packen wir natürlich in die Shownotes. Und dann würde ich sagen, wenn euch der Content gefällt, wie immer, abonniert den Kanal. Ich danke dir nochmal
Und ich würde mich freuen, wie gesagt, wenn wir uns dann bald mal im realen Leben treffen. Und ansonsten, genau. Leute, genießt den, es ist ja ein Sonntag, also genießt den Sonntag und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. Vielen Dank. Ciao. Time to bring the bass burden.